auf. Wir sind in der K.O.-Runde. Ich hoffe, ihr habt die Atmosphäre eben so ein bisschen über die Außenmikrofone mitbekommen. Man spürt es. Es ist dann doch noch etwas anderes, wenn es jetzt um die Wurst geht, wenn es jetzt ums Weiterkommen oder Ausscheiden geht. Ihr habt es vielleicht eben auch schon von Hendrik Frevert gehört. Ich würde trotzdem noch mal gerade alle Achtelfinalpartien mit euch einmal durchgehen. Wir starten hier gleich mit Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum. Danach wartet das Revierderby auf uns. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Was für ein Spiel. Wir machen dann weiter mit Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg. Danach Hertha BSC Berlin gegen den SV Werder Bremen. Der Tabellenführer, der Sieger der Vorrunde, der VfB Stuttgart, trifft dann auf den Hamburger Sportverein. Anschließend heißt es Bayern München gegen Arminia Bielefeld. Wir machen dann weiter mit RB Leipzig gegen unsere Mühlenkreisauswahl. Ein ganz, ganz dickes Brett zu bohren. Und wir schließen dann die Achtelfinals ab mit dem ersten FC Köln gegen Union Berlin. Wir sind in der Vorrunde super durch den Zeitplan gekommen. Um 10.45 Uhr sollen die Achtelfinalspiele laut Plan beginnen. Es ist jetzt 10.40 Uhr. Alles reibungslos funktioniert. Also, allein die Logos gegeneinander. Es ist auch richtig Tradition. Gladbach gegen Bochum. Auch schön, das ist ja immer ein bisschen Glücks- und Pechsache. Die Gladbacher hatten heute das vierte Spiel, die Bochumer das zweite Spiel am Morgen. Das bedeutet, beide Mannschaften haben etwa gleich viel Pause. Doof wäre gewesen, wenn jetzt zum Beispiel Wolfsburg oder Köln direkt wieder an der Reihe gewesen wären. Aber alles gut gelaufen. So, letzte Besprechung. Der VfL Bochum stimmt sich ein auf diese K.O.-Partie. So, bevor wir jetzt in die Achtelfinale starten, gibt es nochmal so ein, zwei Infos. Und vor allen Dingen können wir nochmal einen riesen Applaus loswerden. Und zwar ein riesengroßes Dankeschön für unsere Helfer. Und das sind unsere Schiedsrichter, unsere Sponsoren und natürlich für euch, liebe Zuschauer. Und da würde ich mal sagen, wir sind einmal alle ziemlich laut und klatschen mal einmal doll in die Hände für unsere über 200 Helfer. Die vier schwören sich auch nochmal ein. Das ist der Knaller, was ihr immer mehr für eine Wahnsinnsstimmung macht. Also, ich denke, alles ist bereit. Und David Jackson ist der Referee der Partie des ersten Achtelfinals. So, Schiedsrichter David Jackson. Auf geht's, die Spielbeginn. Bereit. Für dieses Achtelfinale. Ich durfte es ja so in der Vorrunde noch nicht sagen, aber dieses Turnier geht jetzt noch einmal neu los. Wir starten jetzt rein. Achtelfinale ist eröffnet. Ab geht's, auf geht's in den Finalsonntag. Ab jetzt kann jedes Tor, jede Aktion entscheidend sein fürs Weiterkommen. Gladbach gegen Bochum. Ui. Der ging daneben für Noah Ferrara. Und das erste Tor in der K.O.-Runde. Kevin Ahlberg trifft. Für Mönchengladbach. Spiel über die Bande, klasse quergelegt. Und dann nutzt er den Torwart-Abpraller.
Der 15-Jährige. Gute Parade hier von Aidan Jericho. Wenn der 8. auf den 9. der Vorrunde trifft, dann dürften beide in etwa eine gleiche Bilanz haben. Und das ist auch so. Zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Gladbach gewann 3:2 gegen Leipzig. Gegen Mainz gab es ein 2:4. Gegen die Mühlis gewann sie 4:2 und gegen Union Berlin eine 1:3 Niederlage. So, Klärung hier an die Decke von Nico Joel. Die Bochumer startet mit einem 4:1 gegen Union Berlin. Dann gab es ein 1:4 gegen Köln, 1:5 gegen Leipzig. Und dann der Treffer für Borussia Mönchengladbach. Weil Moyer trifft zum 2:0 per Distanzschuss. So, hier schnelle Ausführung. Eine Mitnahme, ein Ballkontakt und dann der Abschluss. Oben rechts, keine Chance für Leon Preudel. So, nächster Angriff. 3:0, Gladbach. Erneuter Kapitän. Jetzt geht das Schlag auf Schlag im ersten Achtelfinale. Das 3:0. Wieder mal durch die Nummer 10. Zum zweiten. Rael Moya. Also, Gladbach spannt den Bizeps an. Ballbesitz Bochum. Brauchen jetzt schnell einen Anschluss, um nicht außer Reichweite zu geraten. Ja, gut gesehen, Foulspiel hier an Sam Dietrich. Ball freigegeben, Spiel über die Bande. Nächster Ballgewinn, nächste Aktion, stark verteidigt, aber Abpraller landet bei Gladbach. Bei Abdullah Iletmis. Nächster Freiraum, klasse quergelegt. Der nächste Treffer für Mönchengladbach, Artem Muradian. Jetzt wird der Weg lang für den VfL Bochum, hier nochmal zurückzukommen in dieses Spiel. Gladbach wahnsinnig wach, wahnsinnig handlungsschnell. Nach den Ball gewinnen. So, jetzt vielleicht. Klasse gespielt. Und dann geht der Ball ein Stück zu weit. Sam Dietrich kommt nicht mehr dran. Ball von Ruben Schneider. Schneider jetzt mit dem nächsten Abschluss. Ruben Schneider auch. Die Nummer 10 beim VfL Bochum mit einem guten Turnier bisher. Sehr auffällig. Klasse Ball jetzt. Frei gespielt. Will er nochmal querlegen? Joel Gesa. Hätte er fast den Weg selber machen können zum Tor. Gelingt Bochum hier der Anschluss? Ist das Ding hier noch lange nicht durch? In der Halle kann so viel, so schnell passieren. Aber die Gladbacher machen heiter weiter.
Bochumer ja nach Ewigkeiten mal wieder beim Freeway Cup am Start. Erst die vierte Teilnahme in der Turnierhistorie. 2001 gewannen sie den Freeway Cup, waren 2000 bei der Erstausgabe auch im Endspiel. Und jetzt wieder dabei. So, auf Bochums Keeper kommt wieder Arbeit zu. Freistoß für vier entschieden. David Jackson. Pfeift für den TuS Eintracht von Heide. So, Einzelaktion, wieder kein Tor. Sie haben auch Abschlusspech. Lumiere Santo war das eben. Eckball. Waren jetzt schon zwei, drei gute Möglichkeiten. Tor bleibt wie vernagelt. Nächster Abschluss. Zieht Gladbach hier ins Viertelfinale ein. Würden sie auf den Sieger des Spiels Stuttgart gegen Hamburg treffen. Und im Moment sind die Fohlen auf einem richtig guten Weg. Auch weil dieser Abschluss erneut geblockt wird. Lumiere Santo. Aydan Jericho. Gut gespielt. Klasse rübergelegt. Das ist jetzt Hallenfußball, wie wir ihn mögen. Und der passt von Pfosten zu Pfosten. Und es ist wieder der Kapitän. Es ist wieder Wahel Moya. Dritter Treffer hier im Achtelfinale. 5-0. Ein was echter Hattrick. Die Nummer 10 zum 5-0 für Borussia Mönchengladbach. Zum dritten Mal in diesem Spiel war er Moya. Also Gladbach macht die Tür ganz weit auf für die nächste Runde. War in der Deutlichkeit, in der Höhe nicht wirklich zu erwarten. Abschluss und der Ehrentreffer. Lumiere Santo trifft nochmal für den VfL Bochum. 1-5 und er sagt weitermachen. Damit hat er recht. Der Weg ist wahnsinnig lang, aber in der Halle kann so viel passieren. Artem Muradyan hier mit der nächsten Möglichkeit. Foulspiel. Ja, und Santo will unbedingt. Der feuert die Mitspieler an. Schneller, weiter. Er glaubt noch dran. So, Bochum mit dem fünften Feldspieler. Zwei Minuten. Es hätte schon jetzt direkt das zweite Tor fallen müssen. Wir wollen ja auch die Spannung hier nicht künstlich hochjagen.
Ja, Ballbesitz Gladbach. Das Versuch aus der Distanz. Ja, unsauberer Ball. Ja, Distanzversuch. Ablage schön gespielt nochmal. Ah, der letzte Ball. Ist immer eine Unsauberheit drin. Immer so ein paar Zentimeter in den Rücken, dass dann die Zeit verloren geht. Letzte Minute läuft bereits. Wir freuen uns gleich direkt im Anschluss auf das Revierderby, auf das Achtelfinale Dortmund gegen Schalke. Besser hätte man das nicht malen können hier. Also Bochum gelingt es nicht, hier nochmal Druck aufzubauen. Gladbach wird souverän. Gladbach wird verdient in das Viertelfinale einziehen. Streitet dann auch das erste Viertelfinale. Nochmal der Fehlpass. Also, wir gratulieren Borussia.